Das Meinungsforschungsinstitut YouGov hat eine neue Umfrage unter der Bevölkerung gemacht und das Ergebnis ist eine riesengroße Katastrophe für die Ampelparteien. Es ging nämlich darum, wie wichtig die Erwerbstätigen für die Altparteien sind. Also genau die Leute, die den ganzen Laden in Deutschland am Laufen halten. Und dabei kam heraus, dass die arbeitende Bevölkerung vor allem bei den Grünen, den Linken, der FDP vollkommen egal sind. Die Welt schrieb: Wenige sehen Interessen von Erwerbstätigen bei Grünen und FDP im Fokus. Nur wenige Bundesbürger sehen die Belange von Erwerbstätigen bei den Koalitionsparteien FDP und Grünen in guten Händen. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presseagentur haben lediglich 4% der Deutschen den Eindruck, die FDP kümmert sich besonders um die Interessen der arbeitenden Bevölkerung. Auf die Frage, welche der im Bundestag vertretenen Parteien sich am meisten um die Interessen der Erwerbstätigen kümmern, nannten jeweils 5% der Befragten die Grünen, die Linke und das Bündnis Sahra Wagenknecht. Alter Schwede, welch ein katastrophales Ergebnis für die Ampelparteien. Ich meine, bei den Grünen, da wissen wir ja mittlerweile alle, dass Arbeit völlig unwichtig ist. Die Grünen wollen ja die 20-Tage-Woche einführen und die haben ja selber zwei Parteichefs, die keinerlei Berufsausbildung und keinerlei Berufserfahrung haben. Die Grünen haben absolut nichts mit Arbeit am Hut, also ist doch klar, dass denen die Interessen der Erwerbstätigen völlig egal sind. Und auch bei den Linken ist das nicht groß verwunderlich. Die Linken wollen ja ebenfalls nicht arbeiten, sondern die wollen immer nur groß umverteilen. Wenn man die Linken aber fragt, wer denn das ganze Geld erarbeiten soll, was die umverteilen sollen, dann haben die nie eine plausible Antwort. Aber auch die FDP schneidet extrem schlecht ab, obwohl sich die FDP doch immer als Partei der Mitte und als Partei des Mittelstandes präsentieren will. Aber offenbar hat die FDP in dieser Ampelregierung so krass viele schlechte Entscheidungen getroffen, dass die FDP bei der arbeitenden Bevölkerung ebenfalls komplett unten durch ist. Und ich meine, wir sehen doch die Prioritäten der Ampelregierung jeden Tag. Wir holen jeden Monat weitere 10.000 Neubürger nach Deutschland, die wir mit unserem Steuergeld durchfüttern müssen. Wir sehen, wie die Regierung 44 Milliarden Euro pro Jahr für Entwicklungshilfe ausgibt, also die berühmten Radwege in Peru und die klimaneutralen Kühlschränke in Kolumbien. Wir geben unser Geld wirklich für jeden aus, aber nicht für die hart arbeitende Bevölkerung, die den ganzen Laden am Laufen hält. Im Gegenteil, die Bevölkerung wird gleichzeitig sogar noch weiter belastet mit einer höheren CO2-Steuer, mit einer Plastiksteuer, Aufhebung der Bauernsubventionen und so weiter und so fort. Die Ampel geht die ganze hart arbeitende Bevölkerung komplett am Hintern vorbei und das sieht man doch wieder eindeutig in dieser Umfrage. Die Zeitung schreibt weiter: Vor allem CDU und CSU nennen 19% als Sachverwalter der Interessen von Menschen, die arbeiten. 15% der Wahlberechtigten sehen dieser Frage die SPD von, 14% die AfD. Das Engagement der SPD und der CDU für die Interessen der arbeitenden Bevölkerung wurde im Westen höher eingeschätzt als im Osten. Dafür lagen hier zum Osten die Werte der AfD höher. Ansonsten gab es keine großen Unterschiede zwischen Ost und West. Also, im Westen trauen offenbar die meisten Bürger der CDU zu, sich um die Belange der Erwerbstätigen zu kümmern und im Osten der AfD. Und interessanterweise sind ja genau diese beiden Parteien aktuell auf Platz 1 und Platz 2 der Umfragewerte. Und beide Parteien könnten zusammen 2025 eine bürgerliche Koalition bilden und sich endlich wieder für die arbeitende Bevölkerung einsetzen. Aber das will die CDU nicht. Die CDU will lieber mit den Grünen zusammen regieren. Das haben ja bereits mehrere CDU-Ministerpräsidenten angekündigt. Und das ist eine riesengroße Schande.
Diese neue Umfrage hier zu den Erwerbstätigen müssen wirklich alle Parteien dringend zur Kenntnis nehmen und endlich eine 180-Grad-Wende machen. Weil wenn die Erwerbstätigen unseres Landes allein gelassen werden und immer mehr frustriert aufgeben, dann bricht das ganze Land zusammen. Weil ohne Erwerbstätigen keine Arbeit, ohne Arbeit keine Steuern, ohne Steuern keinen Sozialstaat, ohne Sozialstaat keine Rente und so weiter und so fort. Die Erwerbstätigen sind, wie gesagt, die den ganzen Laden in Deutschland am Laufen halten. Ohne die geht nichts und deswegen müssen die im Hauptfokus stehen. Alles andere führt in ein riesengroßes Desaster.